Schönen guten Tag. Eine englische Studie, die möchte ich Ihnen eingangs gerne vorstellen. Ich finde die ganz spannend. Es wird ja so oft beklagt, dass es so schwer ist, positive Personenarbeit oder eine gute psychosoziale Arbeit mit Menschen mit Demenz so einzustellen. Die Leute hier in England, die haben sich richtig Gedanken gemacht. Die haben also so die neuesten Erkenntnisse der Implementierungsforschung gut berücksichtigt, finde ich. Also wirklich klasse. Die Ebenen waren einmal die Leitung konsequent mit einzubeziehen, auch in Grundschulungen. Dann auch mit den Mitarbeitern und auch Menschen mit leichter Demenz zusammen zu beraten, wo wollt ihr eigentlich hin, was ist für euch wichtig. Dann hat man Multiplikatoren geschult, die wiederum die Aufgabe haben, Pflegende anzuleiten, hat ihnen aber auch eine prägende Rolle gegeben, also eine Rolle, die über ihre normalen pflegerischen Aufgaben hinausgeht. Dann gut vorstrukturierte Maßnahmen, also Pakete, die man ohne groß zu überlegen direkt anwenden kann, also sozusagen ready to use. Und anschließend eine lange Begleitung. Also über Monate hinweg wurden die Multiplikatoren, aber auch die Leitungen und die Teams von einer Therapeutin, die aber zugleich sehr erfahren war mit der Umsetzung psychosozialer Interventionen, wurden die also lange begleitet. Die Lebensqualität der Bewohner hat sich deutlich verbessert. Das konnte man ermitteln und vor allen Dingen auch noch ein Jahr nach dem Projektende waren die Effekte zu beobachten. Die haben das weitergemacht. Und das ist insofern beachtenswert, als dass viele Projekte nach dem Projektende meistens auch sterben. Eine Sache, die so in der letzten Zeit immer mehr in den Blick kommt, das ist das Horten und das Verwahrlosen, besonders in der ambulanten Situation. Und das nimmt zu. Also es gibt immer mehr Menschen, die zu Hause wohnen. Die kommen immer schlechter zurecht mit der Komplexität der Haushaltsführung. Sie wissen nicht mehr, wie man Dinge loswerden soll. Naja, das geht manchen Menschen schon vorher so. Und so allmählich vermüllt das. Cluttering nennt man das im Englischen. Und da hat man sich gefragt, so bei welchen Menschen ist das besonders der Fall? Das ist besonders bei Menschen der Fall, die alleine leben. Bei Menschen, die schon relativ früh in ihrem Leben Schwierigkeiten hatten, so unnützes Zeug loszuwerden, also Menschen, die immer gerne horten und den Keller vollpacken, ja, das verschlimmert sich im Alter. Und natürlich auch Leute, die alkoholabhängig sind. Das sind die Personen, die dann im Alter Messies werden, ja, oder es gibt noch so andere Begriffe dafür, Diogenes-Syndrom nennt man das auch, das ist der Typ, der in der Tonne saß, ne? Da ist immer die Frage, was kann man da machen? Und das ist ein ziemlich schwieriges Feld. Also es gibt dort keine Evidenzbasierung, es gibt keine Studien, die präzise sagen, was machst du denn da? Was ist pflegerisch das Richtige? Meistens bedeutet das langfristiger Beziehungsaufbau, Toleranz für die ziemlich schwierigen Umstände, unter denen die Menschen dort leben und Stück für Stück so der Versuch, in Kleinigkeiten etwas mehr Ordnung reinzubringen, mal zu putzen, mal den Kühlschrank in den Blick zu nehmen, mal für eine gute Ernährung zu sorgen, sich dann mal die Füße, die Nägel anzuschauen, ja, so, also so Stück für Stück, das ist so, ich sag mal, wie so ein Projekt Landgewinnung. Aber das ist ein langer Beziehungsprozess, der da nötig wird. Zum Schluss geht es um soziale Aktivität. Wenn man sich die verschiedenen Interventionen anschaut, die es so für Menschen mit Demenz gibt, was davon ist eigentlich wirklich wirksam? Ist es jetzt bei der Musik eigentlich die Musik oder ist es das soziale Ereignis oder ist es die Sängerin, die dort vorsingt oder sind es die anderen, mit denen man dort zusammen ist? So genau weiß man das gar nicht, weil die meisten Studien das gar nicht so präzise beschreiben, was denn an einer Intervention wirklich für den positiven oder auch negativen Effekt dann wirklich verantwortlich ist. Zum Schluss dazu noch so ein Bonbon von der Cohen Mansfield, eine der berühmtesten Forscherinnen in diesem Feld, und die sagt, das, was das Wohlbefinden von Menschen mit Demenz am meisten beeinflusst, ist Einsamkeit, Langeweile, Schmerzen und Unbehagen. Und soziale Aktivierung ist eben ein wichtiges Feld, das an all diesen vier Ebenen ansetzen kann, indem sie einen anderen Stimulus setzt, die Menschen ablenkt, mit anderen in Verbindung bringt und auf jeden Fall Langeweile und Einsamkeit kompensiert. Ja, soweit mal ein kleiner Einblick in den neuen Newsletter. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre. Vielleicht finden Sie ja etwas, das Sie interessiert.
Falls nicht, dann melden Sie sich. Sagen Sie uns Bescheid. Wir sind für jeden Hinweis dankbar und gehen dem auch nach. Also wenn Sie bestimmte Anfragen haben, dann schauen wir mal, ob es in den gegenwärtigen Studien etwas dazu gibt und werden das auch berücksichtigen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Alles Gute für Sie.